Hallo, zurück zu Grim Tales Farm des Grauens. Geht hier gut los. So viele Krähen, aber in dem Baum könnte etwas Nützliches versteckt sein. Dann gucken wir uns was an. Das ist doch Elizabeths Tasche. Ich bin also auf der richtigen Spur. Aber wir haben nichts, was da reinpasst. Ich mag dich mit bloßen Händen in die Erde tun. Brauchst du auch nicht. Da haben wir die Schaufel doch dafür. Eins, einmal. Schon wieder was zu malen. Jawohl. War ja Chloran, ne? So, einmal weiß. Nein. Blau. Es wird ja immer beschissen. Solche Farbe. So. 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 Dann. Ey. Blau. Grün müssen wir jetzt erst einmal gleich mischen. Jetzt machen wir das so. So, grün war... Was war denn grün? Aha. Gelb. Ach. Ich meine... So, ja. Und grün. Grün ist einmal das komplett. Einmal das. Und einmal die Farbe. Oder was falsch? Oder vergessen? Oh ne. Müssen glaube ich hier nochmal. Ich meine, das wäre geil. Nein. Okay. So, haben wir doch. Minispiel-Genie, sag ich. Ein Vögelchen haben wir. Da fehlt. Ja, das sehe ich auch. Kriegen wir nichts finden. Was ist denn hier? In diesem Relief fehlen ein paar Fragmente. Ja, eins haben wir. Aber das zweite haben wir nicht. Ja, soll doch sein. So, jetzt können wir... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt aufmachen können. Das können wir noch nicht. Aber im Zimmer von Thomas oder Thomas. Da müssen wir das machen können. Info. Folge der Anleitung und stelle den Gegenstand her. Super, was ist...
einmal ein Messer. Wenn ich aus dem Stück Holz und dann brauchen wir einmal das. Aha. Jetzt brauchen wir dieses Teil. Und zum Schluss dieses Teil. Was ist das jetzt? Holzfällerfigur. Die Holzfällerfigur, die haben wir... Wo haben wir die ge... Nee, Moment. Hier. Nein, ich weiß. Genau. Und wir haben das nächste belegt. Fragment. Und so, wieder rein. Mal durch. Und setzen das zweite Teil rein. Achtung. Vollende das Relief. Wähle die runden Fragmente aus, um diese zu drehen. Die Fragmente können auch untereinander ausgetauscht werden. Okay. So. Der Mond. Geschafft. Früher konnte ich besser klettern, vielleicht finde ich hier jemanden, der das besser kann als ich. Weiß ich nicht. Ah, da ist der. Save James. Ich brauche die Runen. Okay, aber jetzt müssen wir hier. Okay. Hundepfeife. James züchtet wie auch andere Familienmitglieder Dobermänner. Aber Elizabeth fürchtet sich ein wenig vor ihnen. Doch ihren Schoßhund liebt sie heiß und innig. So, jetzt kommt zurück. Jetzt können wir einsetzen. Vor kurzem erhielten wir eine Nachricht aus dem Sanatorium, dass Thomas entflohen sei. Keiner weiß, auch entflohen. Keiner weiß, wie er das angestellt hat. Ich mache mir Sorgen um meine Familie. Wir wissen nicht, was Thomas plant. Okay. Was haben wir denn hier? Zuckerzange. Unvollendete Schnitzlerei, dann eine Zange. Hier haben wir doch alles zurück. Gehen wir mal zurück.
ins Zimmer von Thomas. So. So. Na das. Jetzt müssen wir jetzt müssen wir weiterschauen, ne? So, hier kommen wir nicht mehr, noch nicht rein. Ich weiß nicht, was war. So. Hier müssen wir doch irgendetwas finden. Ist das die Rune, die in das Kästchen gehört? Steckt natürlich fest. Ich muss sie da irgendwie rausholen, ja. Läuft bei uns. Kacke. Ah. So, jetzt haben wir die Säge und können jetzt hier fehlt was. Ich muss es finden, was? Ein solches Emblem habe ich doch irgendwo gesehen. Ich muss es finden und den Sarg öffnen. Ja, aber wo? Okay. Okay. Was ist hier? Vielleicht? Ja, hab ich doch gedacht. Gehen wir mal hier rein. Andre, where's Elizabeth? Have you seen her? I can't help her when I'm trapped here. Please, take this and save my sister. Richterhammer. Das Verfahren der McGrace ging viel durch die Presse. Der Falle eines Bruders, der angeblich seine Schwester wegen des Erbes umgebracht hat, erhielt natürlich viel Aufmerksamkeit. Zum Glück ging die Geschichte gut aus. Elizabeth hat alles sei überstanden. James muss ins Gefängnis. Mit dieser Windel kann man den Käfig unter der Decke nach oben ziehen oder herunterlassen. Alles, was fehlt, ist ein Hebel. Haben wir doch. Ach nee. Sprenge die Ketten. Einmal. Schlüssel zu Schlüssel.
Ach Mensch. Ist jetzt hier eine Feder? Hallo. Wecker. Zelle. Also man erkennt hier nicht alles, das ist das Problem. Ein Schraubenzieher, klar, erkennt man. Ah, die Feder finde ich jetzt hier. Ah. Ich glaube, das ist die, oder? Ja. Ein Teil. Problem ist, ich weiß jetzt gerade nicht, was das hier ist. Was ist das? Also ich tippe mittlerweile hier jetzt gerade überall drauf. Nichts tut sich. Ach. Ich kann ja nichts. Machen wir es halt so mal. Das könnte sich als lustig erweisen. Ja, den Schraubenzieher, den hat. Hier fehlt ein wichtiges Stück. Ich muss es finden, sonst sitzt James bis in die Ewigkeit hinter Gitter. Den Schraubenzieher konnten wir für irgendwas gebrauchen. Aber wofür war das jetzt? Mensch. Für hier war auch nichts mehr. Ja, genau hier. Teil des Mechanismus. Wenn man jetzt nur wüsste, was für ein Mechanismus das war. Mal zurück. Hier hatten wir alles. Ich mach mal einmal auf Tipp. Teleportieren. Aufschreiben. Deswegen ist er ausgegeben.
müssen wir wieder aufnehmen. Ja, müssen wir. Was? Ah, wir müssen ja erstmal mit dem Bleistift noch alles. Nein. Das ist ja jetzt alles so schwer. So. Das. Einmal fail, gefailt schon. So. So. So, so, so. So, so, so. Oder? Ach, bin ich blöd. Wir haben den süßen Affen. Der kann jetzt mal schön nach oben klettern. So, jetzt gehen wir in die Gruft. Hier hin und das Zeug kann ich hier rein. Aunt Gray, I'm so glad to see you. Where's James? I won't leave without him. Ach ja. Einmal zurück hier rein. Und jetzt müssen wir die Sachen zusammensetzen. So. So. Heißt der jetzt raus? Auch. Lol. Öffne die 6 Schlösser an James' Tür. Wenn du an einer Stelle nicht weiter weißt, verwende einen Minispiel-Tipp. Wenn ich mal wüsste, was ich hier überhaupt tun soll. Finde die Flügel des Gargoyle und bringe sie an der Statue an. Berühre diese mehrmals, um die Flügel zu spritzen. Gargoyles Flügel. Hallo? Finde die Flügel des Gargoyle. Der Statue an. Das jetzt verstehen? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll.
Egal. Okay. Also ein Flügeltel habe ich hier schon mal gefunden hier, ne? Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.